Ja, das war ein Cast, der die 3 Stacks Lacerate aufgelöst hat und dafür halt einmalig Damage gemacht hat. Und jetzt habe ich natürlich versehentlich auf den Desktop gewechselt, statt in das P-Menü hier wollte ich nochmal rein. Da wollte ich nämlich einfach hier nur Lacerate wieder rausholen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Pulverize gibt es tatsächlich nicht mehr, du. Dann brauchen wir das Makro auch nicht mehr. Ich habe früher den ganzen Druiden hier nur mit Makros gespielt. Gut, Damage-technisch wissen wir ja Bescheid. Dann würde ich sagen, wir müssen noch zwei Reinforcements. Oh, Stinktail, hast du nicht gesehen? Machen wir es gerade mal nur so. Ziehen wir das Moonkin-Equip an. Komm, skill mal um. Oh, schöne Bär, ne? Schön. Ja, der Bär ist natürlich der Tank. So, jetzt haben wir Mana leer. Und dann, komm. Aber gleich hier das Super Moonkin. Komm, setz gleich hier einen Hurricane drauf. Mach mal gleich richtig. Brems. Und wir müssten gleich ein bisschen Mana bekommen. Irgendwas in die 40.000. Ich glaube, wenn wir in den anderen Stance wechseln. Nee. Komisch. Es hat dann immer so viel Mana gegeben die letzte Zeit. Ich habe das aber jetzt nicht genau beobachtet. Jetzt ist davon natürlich ein Grüntee-Blatt. Na gut, davon haben wir jetzt irgendwie 100 Stück auf der Bank. Da brauchen wir nichts mehr. Die Quests sind fertig. Jetzt, hier ist irgendwie auch noch Party on. Gehen wir mal zurück zu The Fish Cup und dann schmeißen wir mal den ersten Dungeon an. Ich bin mal gespannt, wie der erste Dungeon wird. Ich bin jetzt schon wieder eine Stunde, glaube ich, am Aufnehmen. Ja, haben wir mal was anderes als das blöde Rumgequeste die ganze Zeit. Sonst wird das, glaube ich, auch zu langweilig. Und vielleicht packe ich die Dungeons einfach in eine Extra-Folge und lasse das so nebenher laufen. Weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt fest mit hinein integriere. Was gibt's denn hier? Oh, einen blauen Staff. Was hat der? Stamina und Intellect. Ist, oh, der hat natürlich ein gutes Stück mehr Haste und alles. Einen roten Sockel weniger, aber 100 Int mehr. Da ist, glaube ich, der Great Staff of Annihilation. Der ist dann weg. Oder wir nehmen hier den mit Stamina und Agility. Haste und Mastery. Haste ist natürlich als Tank ganz cool. Wie ist denn der? Wann haben wir da den Funeral Pyre? Den Ranseur haben wir da, den Ranseur, der Gehassten. Kann man gucken. Oh, der ist natürlich Leco Mio, der ist natürlich ein gutes Stück besser. Item Level 404 gegen 378. Ich glaube, den ziehen wir uns mal an. Wobei meiner natürlich noch Windwalk hat noch 100 Dodge, haben wir Haste runtergeforged. Komm, ich nehme ihn mal mit. Haben damit auch Pearlfin Village abgeschlossen. Das ist doch schon mal sehr cool. So, dann würde ich sagen, ich unterbreche mal kurz und danach gehen wir einfach mal in den Dungeon rein. Bis gleich. Tschüss. So, und da geht es weiter. Ja, wir haben jetzt nur noch hier die Quest Finding Your Center. Find Anduin Wrynn at the Den of Sorrow in the Jade Forest. Aber wir haben ja gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Inni. Das heißt, ich kicke hier mal den Tankspec rein. Dann werden hier die alten Tankklamotten nochmal angezogen. Nehmen wir den neuen Jinju Staff. Haben wir zwar keinen Windwalker drauf, aber ich werde mir Windwalker wieder enchanten. Ich habe, glaube ich, die nötigen Materialien noch in der Bank. Ja, und dann sind wir bereit und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Wie war das? I? Dungeon Finder, komm. Lass knacken. Gibt Justice Points 60, dann gibt es noch Bonus Reputation, Money, Experience. Und das kann man täglich einmal haben. Und wir drücken einfach mal drauf. Random Mists of Pandaria Dungeon. Und ja, ich wollte noch gerade sagen, mal gucken, wie lange wir warten müssen. Und wir gehen direkt hier rein. Zack, zack, zack. Als Tank geht das hier immer unglaublich schnell. Das möchte keiner Tank spielen. Ja, das ist mein bevorzugtes Reittier für den Tankspec, ja. Dauert jetzt ein bisschen, bis wirklich dann alle noch wach sind. Aber ihr seht, wie schnell das hier funktioniert. Ja, wenn ihr als Damage-Dealer reingeht, dann wartet ihr halt auch eine halbe, dreiviertel Stunde unter Umständen.
auf eine passende Gruppe, die DDs, und dann schläft man halt ein oder geht mal AFK oder auf den Desktop und dann zack. Und ja, das ist jetzt keine Absicht, dass der sich nicht meldet, sondern wahrscheinlich ist er gerade AFK. Und damit kommen wir hier irgendwo rein. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Dungeon ist. Ich hab keinen Guide durchgelesen. Wir stehen direkt am Eingang. Ich sag denen gleich mal Bescheid. So, sag ich, bin das erste Mal da. Falls es was gibt, bitte Bescheid sagen. So. Ja, ja, Patience, Patience. Und damit würde ich sagen, wir lassen es einfach mal richtig knacken. Tanken hier mal ordentlich an. Passend geglüft bin ich, glaube ich, noch. Ich weiß es nicht. Und als Tank hast du nur das Einzige, was du zu tun hast, ist hier die Gegner ein bisschen umzudrehen. So. Damit die DDs von hinten ran können. Wir gucken, dass wir immer Akku haben. Und der Rest kommt beim Bügeln. So ein hässlicher Dungeon. So. Die Hosen. Da sind wieder überall die Hosen. Alles voll mit Hosen, Hosen, Hosen. Hosen, Hosen. Pull. So, den hier kurz angepullt, angespottet. So. Ja, müssen wir mal kurz den ganzen Schund zusammenziehen, ein bisschen umgucken. Ja, Akku halten ist, glaube ich, nicht mehr das Problem. Können wir auch hier mal ein bisschen was ziehen. Ja, sehr gesprächig ist unsere Gruppe leider nicht hier. Oh, der eine, da hatte ich wohl die Akku verloren. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier weiter. Der wird schon wissen, wo es lang geht. Hier wird gepennt. Ja. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Wer seid ihr? Komm, helfen wir mal kurz mit. Heiler brauchen wir nicht. Pferd hatten wir früher auch keinen. Die Hosen. So. Gucken, ob dann noch irgendeiner mitmachen will. Da ist noch ein Buch. Ja. So, mal gucken. Ja. Ach du Scheiße, was ist denn das hier für eine Affenparty? Wahrscheinlich müssen wir hier dem ganzen Käse ausweichen. Ja, alles hier zusammenziehen. Ja, super geil. Haben wir auch noch einen AE-Sport? Ich glaube nicht. Wir machen es einfach mal nur so. Das war früher alles mal auf 3 Ziele beschränkt. Na gut, geht auch so. Oh, da ist noch ein Buch. Mal kurz den Scheiß noch aufsammeln hier. So. Was bist denn du? Komm mal her. Den geben wir auch noch ein paar mit. Alter, wenn du dann halt mal den Dungeon zweimal gesehen hast, dann weißt du halt alles, ne? Aber bis dahin musst du halt immer mal ein bisschen... Was? Going bananas. More barrels are coming, okay. Muss man natürlich sehen. Scheiß Barrels. Banana Joe hier. Alter, ich sehe gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob er mich stunt oder ob ich ein Barrel hier, ob mich ein Barrel hittet. Alter. Nee, der stunt mich so. Ich weiß auch nicht, ob ich der Sache ausweichen kann. Aber das ist anscheinend hier der erste Boss schon. Ach Gott. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass ich hier... Alter, das geht mir auf den Sack. Kann man diesem Pounding nicht ausweichen? Muss ich nachher mal gucken. Weil das Geräusch... Alter, ich meine, Damage macht er mir ja keinen, ne? Aber das Geräusch sagt normal, dass das eine Sache ist, der man ausweichen kann.
So. Was haben wir hier? Ein Schwert. Brauchen wir nicht. Fatz. So, dann nehmen wir hier mal noch zwei Bücher mit. Wenn die ja keiner mehr will, nehme ich sie gleich alle mit. So, wo sind die anderen jetzt? Da. Ah, da können wir jetzt mitten durch, wie es aussieht. Ach, die haben die Hosen. Ah, die Hosen sind geil. Die feiern hier Party und wir haben hier mitten im Dungeon. Komm rein. Guten Tag, guten Tag. Ja, gute, 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 gute. Alter, als Stunt. Ich weiß nicht, wo mein AE-Spot ist. Ich glaube, den habe ich nicht mehr. Ah, und dann geht's hier hoch, alles klar. Den ganzen Scheiß zusammenpullen. Okay, okay, okay. Alles klar, den ganzen Scheiß zusammenpullen. Alles klar, alles klar. Und weiter. Ich weiß nicht, bis wohin wir den Käse ziehen sollen. Und die gehen alles weiter. Und dann gehen wir den mal hinten nach. Und ich habe ja keine Ahnung. Überall kommen Hosen. Alles voll mit Hosen. Hosen, Hosen, Hosen. Wo du guckst, Hosen. So. Jetzt haben wir hier anscheinend... Wo ist denn mein AE-Spot? Ich muss gleich mal gucken. So. Ah, kommt schon der nächste Boss raus. Hier, da... Wer ist das? Guckt ja das doch an. So, und derweil versuche ich hier denn noch... ganzen Scheiße noch an mich zu binden. Was sind das für Hämmer? Ach du Scheiße, da muss anscheinend irgendeiner mal einen Hammer schmeißen. Ich gehe mal ein bisschen weg. So. Jetzt kommen die Wirmen. Ich habe keine Ahnung, was die Wirmen machen. Jetzt macht er hier noch ein bisschen so ein Breath. Und wir können hier natürlich noch, habe ich ganz vergessen, können auch noch die Rüstung der Gegner schwächen. Komm mal her. Ja. Ist halt alles Übung, ne? Übung macht den Meister. Ja, steh halt mittendrin, Depp. So ein hässlicher Teddybär. Ich gehe jetzt gleich mal auf die Suche nach meinem AE-Spot. Ja, überall, wenn da Change Target steht, ist das eigentlich immer schlecht. Du siehst ja, wenn dann da der Scheiß... Ach du Kacke, ja, voll durchgelaufen. Das ist natürlich im HC-Modus wahrscheinlich der Overkill. Alter, gib mal den Kacke her. So, den lassen wir hier ein bisschen rumwirbeln. Wahrscheinlich können wir ihn hier stunnen. Na komm. Und tschüss. Ja, jetzt war es hier auch. Ist der Ofen aus? Was haben wir da? Platte brauchen wir nicht. Disenchant, weg damit. So, ich gucke mal derweil, wo war Riesenkarotte. Guck dir das mal an, was ist denn das für ein fliegendes Arschloch? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ja, und wir haben hier noch das hier. So. Ich guck mal, ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob irgendwas ist. Wenn es anfängt zu tröten, dann müssen wir weg. Derweil gucke ich mal, ob er hier irgendwo... Es gibt anscheinend keinen AE-Charge, kein AE-Spot mehr. Also irgendwas, was alle anspottet hier. Zum Einsammeln ist da auch nichts mehr. Wir brauchen noch ein Secret. Was ist denn hier? Die Bierparty. Hör doch auf. Was macht denn ihr? Wem seid denn ihr? Shadow Bolt? Gib dir Shadow Bolt, Kollege. Naja, hat sich ausgeshadowboltet. Bei World of Warcraft ist das immer so, jedes Addon hat
möchte ich sagen, so einen gewissen... Ach du Scheiße, ich übersteuere auch die ganze Zeit, ne? Jedes Addon hat so einen gewissen Schwerpunkt. Warte mal, ich muss mal bei dem Pegel ein bisschen reduzieren, sorry. Ja, jedes Addon hat so einen speziellen Schwerpunkt, möchte ich sagen. In WoW Classic war es einfach nur, ja, oh, warte mal. Was ist denn hier? Ist da irgendwas? Ist da irgendein Quest? Nee, 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 sorry. In WoW Classic war der Schwerpunkt zum Beispiel auf... Was war denn da nochmal der Schwerpunkt? Überhaupt erstmal zu verstehen, was abgeht. Möchte ich mal so sagen. Und in... Ja, dann kam Burning Crusade. Und da hatte man zum Beispiel einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auf das... Ah, wenn es dreutet, ist immer schlecht. Guck, dann hat es immer getrötet. In Burning Crusade war der Schwerpunkt jetzt zum Beispiel für die Tanks einfach nicht mehr, also nicht mehr gehittet werden zu können. Und ich weiß gar nicht, was man noch machen musste. In Wrath of the Lich King war es dann einfach ein bisschen gimmick. In Cataclysm war dann der Schwerpunkt sehr auf Movement ausgelegt. Movement, Zauber unterbrechen und solche. Und vor allem raus aus solchen Effekten. So close. Just a pinch of oops. Oh, guck mal, wie schön. A pinch of... Ach, wie hübsch. Ah, ich brauch ein bisschen... Ah, fuck. Ich kick dann auch mal eine Frenzy Regeneration an. Und das wollen wir natürlich nicht. Und... Ja, und ich weiß jetzt nicht, wo der Schwerpunkt von diesem Addon liegt, um mal wieder den Gedanken überhaupt aufzunehmen. Ich krieg die Schwerpunkte gar nicht mehr so zusammen. In Classic war, glaube ich, die Schwierigkeit, ein 40 Manorate vernünftig zu organisieren. Da hat man immer Spaß, also das war immer furchtbar. Ja, und Burning Crusade hattest du halt viel mit Boss-Taktiken und Aggro-Management, sage ich mal, war da wirklich... Ach du Kacke, es waren ja immer mehr. Na komm. More, ja, more, more, more. Gimme more, gimme more, gimme more. Ah, komm her. Ach, jetzt sind die auch noch alle miteinander verlinkt. Ich weiß nicht, ob das Verlinken gut ist. Permanent, kann auch. Oder ob ich das... Ob ich mich verlinken muss. Keine Ahnung. Vielleicht mich hier mal in den Dings hier reinzustellen. Ah, das restores health and mana, okay. Also immer gucken, dass die Strahlen unterbrochen sind. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, lass den da hinten mal kurz mal unterbrechen. Den machen wir so aus. Ja, also in Burning Crusade war sehr viel auf Aggro-Management, war sehr viel Wert gelegt. Das war dann in Wrath of the Lich King nicht mehr. Da musste man dann halt mehr Casts interrupten. Jetzt kriege ich es nämlich wieder zusammen. No, no. No, no, no. More Peppers. So, was wird jetzt kredenzt? Und genau. Und in Cataclysm dann viel mit Spell interrupten und vor allem Movement. Und ich weiß halt nicht, was der Schwerpunkt jetzt in diesem Addon sein wird. Movement scheint ja nach wie vor ein Thema zu sein, was ich auch wichtig finde. Und gegen Aggro-Management jetzt als Tank sollte einfach funktionieren. Weil das muss gehen. So, ich muss mal am Kaffee ziehen. Wenn du überlegst, jetzt habe ich früher, habe ich meistens noch einen 10er Raid geleitet, dabei Kaffee gesoffen und noch gebabbelt und noch getankt und noch Ansagen gemacht. Und heute fällt es mir schon fast schwer, hier zu labern und ein paar Tasten zu drücken, wobei das Tanken jetzt einfacher ist als früher, finde ich. Also sag mal,
Humpe, willst du noch werfen? Ich hab doch gar keinen AE-Spot mehr. Oh. Okay, kommt nur noch Stickerchen. Nothing can stop me now. Das ist überhaupt nicht. Alter, weißt du, was hier fehlt? Alter, Core Ability ist doch scheiße, Mensch. Fury Fire. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Damit kannst du doch mal so einen einfachen, so ein Ad hier wegtanken. Oder mal anspotten, mehr oder weniger. Da macht ein bisschen Schaden, der Fury Fire. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was der da macht, aber so, der Schaden scheint übersichtlich zu sein. Der Heiler scheint sich ein bisschen zu langweilen. Jetzt kannst du hier natürlich mit Fury Fire den mal kurz hier ankacken. Dann kommt er herbei. Ach, Kacke. Was ist denn jetzt? Muss ich da weg? So, Bubble nehmen. Ich hab keine... Ah, abheben. Nee. Ich hab keine Ahnung, hä? Scheiße. Sorry. Leute, ich habe keinen Plan, was abgeht. Alter. Ich habe keinen Plan, was abgeht. Und die sagen dir auch nichts hier. Die sagen dir nichts. Ich lasse mir jetzt hier zum Beispiel von dem Vieh die Heilung schön drücken. So, den kurz anspotten und dann Fury Fire. Das sorgt dafür, dass du als Erster an der Akkuliste rauskommst. Oder wenn er noch gar keine Akku hat, kannst du auch nur Fury Fire machen. Das geht auch. So, ich hab... Wie gesagt, ich bleib jetzt hier drin stehen. Hör auf, ey. Die fliegen da alle da rum. Ich hab keine Ahnung, ich bleib stehen. Was haben wir hier? Carbonation, 1000 Frost Damage. Unable to attack, okay. Naja. Ich bleib mal stehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob die Akku dann flöten geht, wenn ich in der Bubble bin. Sah eben so aus. Und es sagt ja auch keiner was, ne? Den Rest der Taktiken musst du dir so selbst erlernen. Ich meine, das bin ich gewohnt. Das mache ich auch gerne. Mir selbst Taktiken erarbeiten. Damit haben wir den ersten Dungeon, die Stormstar Priory, erledigt. So, was haben wir hier drin? Clothes können wir direkt in die Mülltonne. Such a harmony, such a gun. Weg damit. Will be sung once again throughout the hills. Herrlich. Ja, lass uns hier noch kurz aussuchen. Leather. Ich werde mal erstmal hier mit mein Tank hier da aufbumsen. Auch das noch, dieses Storm-Dinger, oder? Was haben wir hier? Back mit Agility. Nimm mal mit. So. Vermin, weiß ich noch nicht, was das für welche sind, aber das scheinen nicht so. Jetzt können wir hier nämlich mal. Können wir das vielleicht mal austauschen? Mal gerade mal gucken, was wir hier noch. Da können wir nämlich hier mal. So, der ist. Der hat ein bisschen mehr Haste, dafür weniger Hit. Aber ich bin eh Hit-capped. Wenn ich die Sache so sehe. Okay, ja, ich meet not the requirements. Okay, danke, macht's gut. Bin ich mal raus, dann. Bringt ja nix. Weiß nicht, wo die hin wollten. Ich weiß auch nicht, was für ein Level die waren. Die waren auf jeden Fall sehr. Still. So, hier habe ich jetzt aber noch den Vierer-Bonus. Ich habe 4 von 5. Da habe ich noch einen Set-Bonus von... Und der geht dann flöten. Von meinem T12. Deswegen sollte ich die Handschuhe erstmal anhalten, weil die Finishing-Moves... Und... Genau, wenn nämlich meine Bark-Skin-Ability, das ist hier die auf Button 4, wenn die weg ist... Also die, macht 20% Schadensreduktion und wenn die aufhört, dann bekomme ich nochmal für 10 Sekunden
bekomme ich schon mal 10% Ausweichen, was natürlich richtig geil ist, einmal pro Minute. Deswegen möchte ich den T12-Bonus eigentlich so lange wie möglich behalten. Gut, ich denke, wir specken mal um.